Hallo, 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 zu einer weiteren Folge Paralleles Schoki Reden Banuki in dieser Schoki Banuki mit Daily, deiner bei Daily, jetzt hier aus unserem Studio live Jenner für euch. Hier, wir werden heute richtig viel Scheiße labern. Das ist der Sascha und ich bin der Bujan und heute haben wir einen Geburtstag. 9. Oktober. An diesem 9. Oktober. Und das ist... hat Geburtstag Frosgal. Herzlichen Glückwunsch. Frosgal. Das ist aber auch eine... Also da kommt mir nicht die Galle hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, die war schon ganz lecker, ne? Genau. Ja, so... Magst du so Französinnen, die so... mit französischem Akzent Deutsch sprechen. Kennst du das? Magst du das? Meistens haben sie den Mund ja eh zu voll. Ey, ich meine, ja. Ja, ganz gut. Ja. Ist 1947 geboren. Excuse moi, erregt dich das, wenn eine Französin so mit dir redet, oder was? Sie ja, du nein. Mm-mm. Ja. France Gall ist geboren am 9. Oktober 1947, das war's. Und sie hat ja dieses Ella Ella. Kennst du? Ja. Hat sie es gemacht, ne? Den Rest kann ich nicht aussprechen, das ist Französisch, ich kann kein Französisch. Ja. Aber am 9. Oktober ist noch etwas passiert? Richtig, 1989 in Leipzig findet die erste große Montagsdemonstration mit ca. 70.000 Teilnehmern statt. Es ist die erste von Massen getragene Protestveranstaltung in der DDR seit 1953, Entschuldigung. Und von Massen getragen bedeutet nicht, dass es eine Demo ist und die Massen tragen sie, sondern die Massen sind Teil der Demo. Das ist einfach nur zur, ich weiß ja nicht, wie weit ihr, ach, ihr wisst Bescheid. Am 9. Oktober heute ist auch Nationalfeiertag in Uganda und jetzt kommst du. Yo, Uganda. Ja. Uganda ist ja, wo wir, haben wir alle auf dem Schirm. Hättest du die Flagge gewusst hier mit dem Kanickel da? Ich muss gestehen, nein, sie haben so ein bisschen bei uns abgekupfert, aber ein bisschen nur. Ich finde die saugeil. Ein bisschen bei uns, ein bisschen bei Belgien. Vor allem hier mit dem Roadrunner und dem Punk-Haarschnitt. Ja, sau cool. Genau, das ist Uganda. Uganda. Am 9. Kannst Oktober. Du was auf Ugandisch? Ja. Was denn? Weiter. Weiter. Oh. Ja. Am 9. Oktober 1934 wurde der jugoslawische König Alexander I. Von einem kroatischen Nationalisten ermordet. Und zwar wo? In Sarajevo. Nein. Weiter? Mist. In Belgrad. Nein. Du stehst auf Frauen, die von dort kommen und dich mit diesem Akzent ansprechen. In Paris. In Paris. In Paris. Normalerweise okay. Stadt der Liebe, da war es die Stadt der Hiebe. Scheiße. In Paris ist er geboren. Gestorben. Sind wir durch? Wir sind durch. Wir sind durch. Das war der 9. Oktober. Morgen sehen wir uns wieder am 10. Oktober. Dann schaltet wieder rein bei Schoki Banuki New Television. Ich komme ein bisschen später. Haltet durch Daily. Bis dahin. Ihr kriegt das hin. Ich bin mir sicher. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss.